Geschichten des Lebens. Gleich vor deiner Haustür, das Leben liegt draußen. Aufstehen und raus hier. Buschka entdeckt Deutschland. Ja, wer bist du denn? Wer heißt du denn? Susi heißt. Susi. Was kann man hier noch so erleben? In der Gegend. Wir machen so ein bisschen, wir entdecken gerade Wanne Eickel. Dann müsste da gerade nach Kirmes kommen. Ja, das ist ja eine Kirmes. Wenn wir Sie so ein kleines bisschen begleiten, haben Sie gleich noch irgendwas was vor? Ja, ich muss nach Hause jetzt. Ach so. Naja. Wollen Sie uns hier so ein bisschen was zeigen oder erklären? Oder was soll ich Ihnen zeigen? Kennen Sie die Kunsthochschule da hinten? Müssen Sie mal hingehen da, da vorne. Irgendwas, was jetzt gerade... Gar nichts. Wir wollen das nackte Leben zeigen. Das nackte Leben? Hier in Krange gibt es gar nichts. Wir müssen in der Fußgängerzone gehen. Das ist vielleicht interessanter. Aber hier in Krange können Sie vergessen. Wie sieht denn Ihr Samstag aus? Mein Samstag sieht aus selber. Wie sieht mein Samstag aus? Ja, Fernsehen gucken, Fußball. Aber jetzt doch nicht Nachmittag. Ich gucke doch jetzt schon Fernsehen, weil ich bin arbeitslos. Ich habe keine andere Tätigkeit. Wir haben eben schon mit der Wirtin gesprochen. Die hat auch über die Arbeitslosigkeit. Ah, danke schön. Ja, ich hab guten Tag. Das sind wir, die machen Fernsehaufnahmen für dich. Die wollen dich sprechen. Sie sind Grieche oder Türke? Türke. Ja, das ist toll. Hallo. Hallo. Jörg Buschka von Buschka entdeckt Deutschland. Wir haben nämlich eben über das Thema Kommunikation zwischen Deutschen und Türken gesprochen. Und Sie sind ein super Beispiel. Wir haben ganz normal miteinander zu tun. Wir haben bester Freund. Ich gebe Ihnen jetzt erstmal hier was. Ja, das ist ganz wichtig. Erzählen Sie doch darüber mal ein bisschen was. Sie sind schon wie lange befreundet? Also ein Jahr. Kommen Sie doch mal ein bisschen zusammen, bitte. Das wäre ganz wichtig, dass man das zeigt. Ja, Olli. Nee, wir haben immer nur entweder Deutsche, die sagen, die Ausländer, die Türken. Und dann Türken, die sagen, wir fühlen uns nicht akzeptiert. Jetzt sagen Sie doch mal, wie ist so eine deutsch-türkische Freundschaft zwischen Ihnen? Wie sieht die aus? Sehr gut. Sind Sie bei allen mal zu Hause? Nein, das habe ich nicht. Aber wenn ich mal, ich kaufe bei Ihnen ein, er hat einen Kiosk. Und wenn ich mal in Geldschwierigkeiten komme, dann komme ich zu ihm und dann hilft er mir. Mhm. So, und wenn irgendwas ist, ich brauche zum Beispiel mal sein Auto, dann hat er das auch gegeben, um Möbel zu transportieren, also ohne finanzielle Möglichkeiten. Also, oh, das ist aber toll. Ja, ist ja nicht nur er alleine, ich habe noch, wir haben noch zwei andere Freunde, ne? Zwei Jugoslawen aus Bosnien. Kann ich nur als Freunde bezeichnen. Sonst kannst du hier die Deutschen hier in der Krange ganz alleine in der Pfeife rauchen. Also das heißt ganz eindeutig, Sie sagen jetzt nicht, die Ausländer nehmen und für die Arbeitsplätze kein Gutes. Nee, wieso? Mir hat nie was einer weggenommen an Arbeitsplätze. Also das habe ich jetzt auch nicht zitiert, sondern da will ich jetzt die Wirtin auch nicht zitieren, aber... die Wirtin, die ist sowieso doof. Also die hat wie gesagt, ich will das nur neutral gesagt. Die Sache ist die, das wird halt oft gesagt, die Ausländer nehmen und Arbeitsplätze weggenommen. Nee, ich habe dann den Eindruck nie gehabt. Ich habe zum Beispiel, ich bin Kellner vom Beruf, habe bei einem Jugoslawen gearbeitet ein paar Jahre. Ich bin immer gut zurechtgekommen. Ich habe mein Geld verdient, habe mein Geld gekriegt, nie Schwierigkeiten gehabt. Aber bei Deutschen hatte ich schon sehr viele Schwierigkeiten manchmal. Wenn ich auf Norderney oder Sylt oder Jüst gearbeitet habe, da musstest du schon wirklich schön sehen, dass du hinter deinem Geld hinterherlaufen musstest. Aber naja, so habe ich das eigentlich noch nie gesehen. Und Sie hatten auch mit Deutschen schon negative Erfahrungen oder haben Sie? Ich hab nur fast alle Kunden aus Deutschland. Fast alle Kunden. Ist doch auch irgendwie gar nichts Besonderes mehr, dass man da irgendwie sagen muss, ich gehe jetzt zu den Türken oder ich habe in Deutschland, das ist doch... Bis jetzt habe ich keine Schwierigkeiten. Nein, da gibt es auch bei uns gar nicht mehr. Da zum Beispiel die Pizzeria da drüben, die da war, der Pfanger. Auf jeden Fall auch. Ich war da fast jeden Tag, ne? Ja. Und auch mit Türken da. Ich war der einzige Deutsche da. Mhm. Ja, und das waren alles Türken und war da gar nichts, ne? Ich hab da nie Probleme mit gehabt. Also da muss ich mal dazu sagen. Es gibt schon einige, die genauso bescheuert sind wie die Deutschen, ne? Mhm. Also da kannst du nicht über einen Kamm scheren, ne? Aber wenn Sie darüber ein bisschen was erzählen wollen, also wie erleben Sie... Ich habe keine Zeit. Okay, schönen Dank. Habe ich Ihnen so einen Zettel gegeben? Können wir mal ein bisschen was von Ihrem Leben hier zeigen? Können wir Sie ein kleines bisschen begleiten? Dafür habe ich keine Zeit. Das wäre schade. Ich bleibe immer unten im Boot, weißt du? Ja. Deswegen, wir haben
manchmal Frau, manchmal ich. Erst mal England ist keine Frau. Aber können wir da wenigstens mal so mit über die Straße mal kurz gucken, wie das Geschäft ein kleines bisschen Sie begleiten? Ja. Weil das Wichtige ist wirklich, die Sendung heißt der Buschka entdeckt Deutschland. Und Sie sind ja ein Teil von Deutschland, Sie leben hier, Sie arbeiten hier. Ja, ich arbeite fast über 30 Jahre. Sie arbeiten seit über 30 Jahren in Deutschland. Ja, und das wollen wir einfach zeigen. Wir wollen das einfach alles mal zeigen. Weil Sie sind ja ein Teil von Van Eyckel und Krange. Wobei ich immer noch nicht verstehe. Van Krange habe ich neu. Schon 2-3 Jahre. Habe ich früher Donnerburg gewohnt. Wobei ich habe das immer noch nicht verstanden. Das Ganze heißt irgendwie Herne und dann ist da Wanne, dann ist da Eickel. Das heißt Wanne, Eickel und Krange. Ich habe es noch nicht verstanden. Der Zuschauer hat es längst verstanden, aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Es ist eine Umgebung, weil es eine Umgebung ist. Da ist Krange, hier ist Krange, da ist Donnerburg, da ist Eickel unten weiter, weiter unter Rundhausen. Guten Tag. Können wir Sie mal ein bisschen kennenlernen? Wir wollen so ein bisschen hier... Das ist Frau seine Schwester. Ah. Guten Tag. Guten Tag. Was passiert hier so, wenn man im Kiosk sitzt? Ja. Nee, lassen Sie doch mal, würde die Frau... Meine Frau will nicht so viel verstehen, weißt du? Ach so. Verstehen Sie Deutsch? Nee, ist auch nicht so viel. Okay. Aber ein bisschen Deutsch können Sie. Ja, das reicht. Ja, wie ist so das, der Alltag im Kiosk? Nee. Nicht viel los? Ja, nee, gut. Welche Kunden haben Sie am liebsten? Die hier Zeitung kaufen und. Ja, Zeitung, ja. Und ich weiß nicht, wird hier viel Alkohol gekauft oder viel Zigaretten? Was ist das Besondere an der... Zeitung, Zigarette, ja. Ja? Ich sag mal, was ist so das Highlight, der wichtigste Artikel, der hier verkauft wird? Ein bisschen mehr. Zigarette, Zeitung, ja, weniger. Und was wird am meisten verkauft? Was kaufen die Leute am meisten? Zigarette. Ja? Alle Zigarette. Zeit, Hauptsache was Billiges, weißt du? Ja? Wir rauchen Leute was Billiges alles. Da können die doch wenigstens Schokolade kaufen, aber warum müssen die so viel Zigaretten kaufen? Ja, Zigarette ist weg. Oh, ich bin nicht neutral. Oh. Nee, ja. Ja, kann ja Leute kaufen auch Süßigkeiten auch, aber meiste kaufen Zigaretten. Wie sieht so Ihr Samstag aus? Also Sie haben doch irgendwann mal... Samstag ist auch gleich. Gleich wie normaler Tag. Wie lange haben Sie auf? Wie lange ist der Kiosk auf? Ja, 6 Uhr bis 22 Uhr. Morgen 6, abends 22 Uhr. Und Sie teilen sich das auf? Ja, ja. Aber Sie haben doch irgendwann mal zwischendurch noch Freizeit. Ja, wir haben Teilung hier. Nee, wo Sie zusammen mal irgendwie spazieren gehen können oder irgendwas? Zusammen geht nicht. Gar nicht? Ja, nicht. Und das ist doch traurig, wenn Sie nicht mehr spazieren gehen können. Jede gehen allein spazieren. Aber was können Sie denn noch zusammen machen? Wir krank. Ja, können wir zusammen. Wenn wir Schuh machen, dann können wir spazieren gehen. Also nach 22 Uhr gehen Sie dann manchmal noch spazieren oder nur machen Sie eine halbe Stunde, eine Stunde, ja. Ja, und das war schon. Also das heißt, das ist schon ein harter Job, wenn Sie so wenig Zeit für den haben. Ja, wenn du einen einstellst, musst du den bezahlen. Aber ja. So viel verdienen auch nicht mehr im Kiosk, weißt du? Kann man gut davon leben vom Kiosk oder? Gut leben nicht. Selbst kann man leben, aber gut kann man nicht. Was würden Sie sich wünschen, wenn Sie mal wieder in Urlaub fahren wollen? Fahren Sie in die Türkei ab und zu? Ja, sicher. Ja? Wohin denn da? Schwarze Meer. Ah. Wir wohnen. Aber da haben Sie ein bisschen Urlaub. Ja, ja. Ja, gut, das ist doch gut. Und wie lange haben Sie da Urlaub? Wie lange können Sie da? 2 Wochen, 3 Wochen. Da muss man. Ciao. Ciao. Doch. Jetzt muss ich trotzdem eine unangenehme Frage stellen. Sie leben auch schon seit 30 Jahren in Deutschland? Ja. Sie leben auch schon. Jetzt gibt es natürlich Leute, die sagen,
warum kann die Frau kein Deutsch? Haben Sie schon einen Deutschkurs gemacht? Ja. Haben Sie sich das mal überlegt? Ja, ein bisschen gut, ja, ein bisschen gut. Aber es wäre doch eine Überlegung. Jetzt bin ich auch mal bei einer türkischen Familie, endlich mal. Ich habe mit viel zu wenig türkischen Familien gesprochen. Sie haben schon mit dem Gedanken gespielt, vielleicht so einen Sprachkurs zu machen, oder? Ja. Okay. Alles klar, dann schauen wir uns mal hier weiter die Gegend an. Vielleicht können Sie noch ein bisschen was zu Ihrem Kollegen, zu Ihrem Freund sagen, der eben gerade da war, dem Sie die Brötchen gebracht haben, glaube ich. Ne? Wie oft kommt der zum Kiosk? Fast jeden Tag. Was kaufen ist, Zigarette kaufen oder was? Auch wieder Zigaretten? Ja. Die ganze Stadt lebt scheinbar nur von Zigaretten. Quasi ja. Unterhalten, weißt du. Der ist auch alleine. Haben Sie denn hier eine deutsche Freundin auch, mit der Sie ab und zu sprechen? Ja, wir haben genug Kinder. Quasi. Ja. Okay. Alles klar. Also, jetzt haben wir wieder was für die Verständigung getan. Wollen Sie noch was an die Zuschauer richten? Irgendwas, irgendein Appell? Ich sage nur Hallo. Wollen Sie was auf Türkisch vielleicht sagen? Türkisch, Türkisch, Türkisch. Okay. Okay. Herzlichen Dank. Kommen wir zum Training. Hör mal, müssen wir morgens wieder öfters reinkommen, ihr Junge. Erzählen Sie doch mal hier Geschichten aus der Gegend. Was passiert hier so? Was läuft im Internet? Ja, der Mann sagt, oh. Wollt mal sehen, was die in Klange so los ist. Ja, was hier. Wir müssen nur kommentieren müssen. Ja, sag mal eben schon mal gehört. Was gibt's da noch mal anders? Das ist ja das Einzige. Lange geht nur Penis und Friedhof. Vorbeifahren, ein Auto schon mal. Und ein Autofilm, hör mal. Können wir gleich noch ein Stückchen mitkommen, irgendwie in die Stadt oder irgendwas mit. Spät ist teuer, man, da kriegt nur Champagner, das geht nicht. Nur vom Feinsten. La la la, la 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 la. Ich singe ein Lied in dem Regen. La 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 la. Was ist an dem Auto so toll? Oh, Werbung. Guck ihn dir doch an, schon allein die Felgen, das ist ein Spiegel. Die Pornofelgen. Richtig edel. Was macht eine Felge zur Pornofelge? Halt das gewisse Etwas. Das Wir waren glänzen. Ja neulich auf einer Pornomesse, aber Pornofelgen. Das ist das Glänzen, das ist das perfekte Design. Ich bin der Einzige in Nordrhein-Westfalen, der original Mercedes Brabus Felgen hat. Beziehungsweise besitzt und auf dem VW fährt. Ganz der Einzige, bis jetzt noch. Hatter Leder! Hatter! Ja, aber mal zeigen, oh, bitte mal. Der Leder ist super, Punkt. Ja, was willst du noch wissen? Wir machen Punktesystem. Aha. Was ist noch? Beste Karre in ganz Herne und Nordrhein-Westfalen im Umkreis. Die schnellste Karre, der geht auf die Schmitzkatze. Wenn der an meiner Pommesbude vorbeifährt, dann vibriert der Gyros. Aber das heißt, ihr seid die Leute, die nachts lange Lautmusik machen, mit Fenster auf und die schnell fahren? Nein, ganz. Solide. Aber dann kann auch der Boden nicht vibrieren, wie gerade gesagt. Auspuff, das fließt einander aus. Durch den satten Sound und durch die ganze... Also haben wir wieder verladert, die Leute aufgeweckt werden. Guck mal hier, Kohlefaser, viele kleine Details, Einarmwischer und. Ich finde die Farbe schon mal kacke. Hör mal, deine Mütze finde ich auch kacke, die Farbe, die gefällt mir auch nicht, auch wenn die von Hugo ist. Farbe finde ich kacke. Begründe, warum ist die kacke? Nee, das ist meine Empfindung, mag ich nicht. Oh, Otto? Ja, kann ich nicht so. Nein, aber es haut mich jetzt nicht vom Hocker. Es gibt lecker Schmackofatz. Der Laden, der läuft schon über 30 Jahre. Der ist schon richtig traditionell hier in Kanne. Wie heißt du denn? Elvis, wieder Presley. Echt jetzt? Ehrlich. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Und der Jan. Ist er. Hallo Jan. Jetzt hast du erzählt, du bist kein Grieche, nein. Du bist auch kein Jugoslawe, sondern bist Bosniake. Ganz genau. Du hättest, wenn die sich da nicht die Köpfe eingeschlagen haben, würdest du wahrscheinlich jetzt sagen, ich bin Jugoslawe. Ganz aber genau. Offiziell bin ich Deutscher, weil ich hier geboren bin, aufgewachsen bin, allem rum und dran. Meine Eltern kamen aber aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ganz genau. Schon als der Tito das da alles so verschoben hat? Oder? Flüchtlinge sind wir nicht, wir sind hier geboren. Mein Vater hat hier gearbeitet, eine ganze Zeit lang, über 25 Jahre, wie gesagt, hier geboren. Den Laden kannte ich auch vorher, ich war auch vorher Kunde hier, weißt du, war ganz normal. Und dann haben wir später den Laden dann übernommen.
zwischen Serben, Bosniaken und Kroaten? Gibt es hier denn da Konflikte oder sagt ihr einmal? Also ich komm drauf an. Ich sag mal, wenn es gibt Städte in ehemaligen Jugoslawien, wo wirklich viel passiert ist. Mhm. Und dann sag ich mal, wenn die dann in einer Stadt Massen sind und dann auch irgendwo Kroaten sind und sowas, dann ist klar, dass da irgendwas ist. Aber jetzt traditionell wie bei mir, also ja. Ich habe bis vor kurzem, bis der Krieg angefangen hat, wusste ich gar nicht, was für eine Religion ich habe oder was ganz anderes. Wusste ich gar nicht. Ja. Das habe ich erst später erfahren, weil wir halt so erwachsen, so aufgewachsen sind, ohne Hass, ohne alles. Ne? Ja. Das hat man dann erst später mitgekriegt. Also ich meine, dann erfährt man im Fernsehen, dass quasi Brüder von allen dort irgendwie in den Keller getrieben wurden. Da gab es ja diesen BBC-Film, mhm. Wo dann irgendwie die IFOR-Soldaten waren, das glaube ich, ne? Ganz genau. Da noch mit so einer muslimischen Familie waren und haben dann da, hat der Junge noch so Nintendo gespielt. Und eine Woche später sind sie an dem Haus vorbeigefahren und haben dann gesehen, dass die verkohlten Leichen im Keller waren. Mhm. Solche Geschichten wie, was denkt man denn da, wenn man das sieht? Und überträgst du das auch auf Leute? Also ich sag mal so, ich habe wirklich Cousins drüben gehabt, die waren im Krieg und allem drum und dran, aber die konnten sich nie vorstellen, wo der ganze Hass herkam. Von einem Tag auf den anderen, man hat super zusammengelebt und dann von einem Tag auf den anderen hat es geknallt und dann kam der große Hass und dann ging das so. Hat sich dazu aufgepusht. Der eine hat dann den verloren, der andere hat den anderen verloren und so ging das dann los. Ne? Könnten Sie sich vorstellen, dass so etwas Ähnliches auch in Deutschland möglich wäre? Nein. Wenn sich jetzt hier aus irgendeinem Grund so sehr... Aber wer hätte sich das damals da vorstellen können? Das hätte sich da eigentlich auch keiner vorstellen können. Ne, das ist das ja. Nur halt, also soweit ich weiß, so wie ich von den Geschichten her weiß, war das damals mit dem Tito, der hat das alle in einem Schrank gehalten. Das sind ja drei verschiedene Glauben in einem Land gewesen. Das heißt, da waren einmal die Christen, die Orthodoxen und die Moslems. Mhm. Ne? Und das lief alles super, bis halt dann der Tito nicht mehr war und dann irgendwelche Idioten dann an die Macht gekommen sind, die wollten sich dann teilen, das fing an mit Slowenien, die wollten sich von Jugoslawien teilen. Weil da war mit Tutschmann auch noch diese ganz Geschichte. Genau, ganz genau. Und dann ging es um die Waffenlieferungen, dann kam ganz Serbien auf einmal und hier Milosevic die Geschichte. Ich kann es selber sehr, sehr schwierig auseinanderhalten. Hab da zum Teil auch nur Halbwahrheiten drüber im Kopf, deshalb ist es für mich schwierig, über dieses Thema zu sprechen. Aber gut, was bei mir haften geblieben ist, ist einfach dieses schreckliche Wort ethnische Säuberung. Ganz genau. Also was man sich nicht vorstellen kann, irgendwie Kinder, die in Kellern verbrannt werden. Das hört sich an erst nach SS, aber das ist in unserer Zeit passiert in einem anderen Land, weil mitten in Europa, absolut genau. Modern ist. Ganz klar. Genau. Das ist eigentlich sehr traurig. Ich habe die ganze Welt dazugeguckt und dann, wo alle Schlimme, sag ich mal jetzt, was das Schlimmste überhaupt, wo alles vorbei war, dann wurde es eigentlich... Dann haben sich die ganze Nation eingemischt und haben gesagt, so, jetzt ist es gut. Mhm. Soweit ich weiß, war eigentlich der Clinton, der eigentlich regelrecht nur Druck ausgeübt hat. Der Rest, Deutschland und alle, die haben eigentlich nur zugeguckt, soweit ich weiß. Wobei, da konnte man ja auch nicht, weil jeder... Schwer zu, ist, es ist jetzt schwer ganz zu sagen, genau, das ist, ja, ja, das ist halt ja, ja, das ist ja, das ist halt ja, weil die ganze Nation eigentlich gar nicht wusste, was da eigentlich überhaupt abläuft unten. Wobei, wir wussten das ja auch nicht. Es ist dann im Kosovo-Konflikt 99... Als Fischer dann Außenminister war und so, da ist er natürlich eingegriffen worden. Ganz genau. Was allerdings, ich sage es mal, von linken Kräften in Deutschland jetzt auch als völkerrechtswidriger. Wobei man muss dazu sagen, in Deutschland haben ganz viele Leute auch Flucht gefunden. Ne? Die waren ja, ich sag mal, von 91 bis 96 waren ja massenweise von Leuten. Ne? Und da, die haben Asylanträge gestellt und allen drum und dran. Denen ging es eigentlich auch sehr gut hier. Die haben auch Arbeit gefunden und alles. Bloß die Leute wurden dann halt nachher wieder in ihr Land zurückgeschickt, ne? Was ja auch natürlich ganz normal ist. Aber wie gesagt, da haben ganz viele Flucht gefunden. In Deutschland haben die sich auch sehr wohl gefühlt. Die wären auch gerne geblieben, aber was nicht geht, das nicht. Da hat dann natürlich Deutschland wieder sehr viel geholfen. Und dann nachher auch in Kroatien unten und alle durch die Gelder und durch allen drum und dran. Ne? Die haben ja auch teilweise sehr viel aufgebaut unten. Ne? Das ist halt ja, da wurden auch teilweise ganze Dörfer und alles aufgebaut durch Gelder aus Deutschland und allen drum und dran. Und da sind, glaube ich, heute noch, glaube ich, UNO-Schutztruppen aus Deutschland, soweit ich weiß, die sind dann noch mit Italien und allem drum und dran. Also wie gesagt. Nochmal ganz, ganz kurz eine Frage. Wie ist das denn jetzt? Also ich bin ja eben hier reingekommen, habe gesagt, ihr seid Griechen. Dann hast du gesagt, ich bin Jugoslawien, was ich glaube, ne? Dann habe ich so aus Scherz erstmal so, muss man hier mit Messer und so. Ja, ja. Geht euch ja mal ein gewisser Ruf voraus. Ganz klar. Was sagst du dazu?
Schwachsinn. Woher kommt das? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich bin eigentlich hier aufgewachsen. Ich kenne die Tradition eigentlich, was Deutschland angeht. Aber was da unten eigentlich los ist, dann ist, woher das kommt, weiß ich nicht. Das sage ich dir ganz ehrlich. Das habe ich auch das erste Mal gehört, dass einer sagt, oh, bei dem muss man aufpassen oder was. Albaner, ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber ihr seid auch Muslime und die Albaner auch. Es gibt immer verschiedene. Also es gibt, soweit ich weiß, in Kosovo gibt es auch Christen, Orthodoxen und Muslims. Ja, wie halt in Jugoslawien damals, Christen, Muslims und Orthodoxen. Ja. Wobei ich glaube echt original, dass die Religion eigentlich nie eine wirkliche Rolle spielt. Das ist genau wie in Irland, das sind alles Vorwände. Katholen gegen Evangelien, das ist doch Quatsch. Da geht's eigentlich um politische Macht. Man hat ja gesagt, das ist ein Religionskrieg damals in Jugoslawien. Was da früher war. Da hat man ja gesagt, da ist ein Religionskrieg. Ja. Wobei, ich habe es nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Wobei es sind auch Leute, guck mal, mein Bruder zum Beispiel, der war unten, der war im Krieg allen drum und dran. Jetzt war der Krieg vorbei, ich war unten im Urlaub, der hat auch einen halben Fuß verloren. Mhm. Auf eine Mine getreten, allen drum und dran, hat einen halben Fuß verloren. Und nach 5 Jahren, seitdem der Krieg aufgehört hat, habe ich meinen Bruder mal ganz einfach gefragt, ich sage, hör mal, du warst ja im Krieg, allen drum und dran. Ne? Sagt er ja. Ich sage, wer ist denn jetzt dein Präsident? Da konnte er mir keine Antwort drauf geben. Ach du Scheiße, ja. Da konnte er mir keine Antwort drauf geben. Also wussten die Leute selber nicht, wofür die kämpfen und was sie machen. Die haben sich einfach nur gewehrt. Ne? Da waren teilweise Dörfer, die sich zusammengesetzt haben und die haben einfach nur auf ihre Häuser aufgepasst. Mehr war das nicht. Ne? So ist das halt passiert. Man hätte sich nie vorstellen können, dass der eine Nachbar, mit dem man andauernd zusammen getrunken hat und gesessen hat und die Kinder aufwachsen gesehen hat und allen drum und dran, was eigentlich auch eine mehr oder weniger Familie gehört hat, dass die dann auf einmal einen im Kopf kriegen und dann auf die Leute dann schießen. Ne? Deswegen sage ich, wie Sie gerade sagten, kann man sich da vorstellen, dass das in Deutschland passiert wird. Wir können uns doch ruhig tun. Oder so, ganz genau. Ja. Wer hätte denn früher gedacht, dass es immer bei uns so weit kommen würde? Hätte ja auch niemand gedacht. Ich war mit jemandem von einer Hilfsorganisation unterwegs und der hat mir eine Geschichte erzählt, der war im Kosovo und hat in einem Haus, in einem Kriegsgebiet, zwei alte Frauen vorgefunden und die haben miteinander Tee getrunken. Und die eine Frau war, glaube ich, Serbin, die andere war Kroatin und deren Familien haben sich gegenseitig abgeschlachtet und die alten Frauen haben keinen Sinn da drin gesehen. Und ich meine, was hätte das gebracht, wenn die eine Frau bringt die andere um? Die konnten nur noch fassungslos da sitzen und Tee trinken. Elber, Freund, bis später. Grüß dich. Wie gesagt, also das ist unbegreiflich. Was hat, jeder Krieg ist unbegreiflich, aber was da unten abgelaufen ist, das war ja ein Massaker, das glaube ich noch. Ne? Mit den ganzen Konzentrationslagern und allem drum und dran, also das war wirklich schon die Härte pur. Vergewaltigung und allem drum und dran, also das hat ja mit Krieg sehr wenig zu tun gehabt. Ne? Das ist immer wieder... Zivilisten haben ja eigentlich mit dem Krieg nichts zu tun, wie gesagt, und da wurden Dörfer ausradiert, ganz einfach, Städte ausradiert. Das ist unbegreiflich, was da abgelaufen ist. Wenn man sich vorstellt, dass man zur Spitze des Krieges überhaupt gar keinen Platz mehr hatte, um die Toten zu vergraben. Hm. Man wusste wirklich nicht mehr, wohin mit den Toten. Warst du auch da unten? Dann? Nein, meine Frau war unten, aber die spricht sehr, sehr, sehr ungern. Ja, ich würde sagen, ist fertig, ne? Ganz genau. Marco Fatz. Jetzt haben wir immer so viel Schreckliches angesprochen. Jetzt ist das Leben siegt und es gibt lecker was zu futtern. Hier ist Zigeunersoße TV für Sie exklusiv aus Herne, Wanne, Eickel, Grange, Essen, Wuppertal, weiß ich nicht. Ich versuche gerade herauszufinden, woher dieses Geräusch kommt. Nutzen dabei Zahnseide und hoffe, dass der Jan nicht die ekelhaften Details zeigt, weil... Wissen Sie, im Showbusiness ist es so, man ist sich irgendwann des Erfolgs sicher und dann wird man so ein bisschen unvorsichtig. Hey, wir kommen im Fernsehen! Mach doch mal hier ordentlich, hör mal! Was ich eben nur sagen wollte, dann wird man unvorsichtig und zeigt sich in der Öffentlichkeit mit Zahnseide. Es ist ekelhaft, aber es passiert immer wieder. Jan, hast du das auch schon mal in der Öffentlichkeit, Zahnseide benutzt? Das
ist und wenn, würde ich nicht drüber reden, glaube ich. Ich habe ja auch in Saarbrücken ein Lied über Nasenhaare gemacht. Wobei es natürlich sein kann, dass ich in Wirklichkeit über Hasenhaare gesprochen habe oder über die Nasenhaare anderer Leute. Hier ist wieder die Tante Ete Petete. Ich habe zwei Menschen hier getroffen. Wer seid ihr denn, bitte? Ich bin der Kevin. Ich komme aus Wanne-Eickel. Ich bin der Thomas, komme aus Wanne-Eickel. So, das darf man gar nicht in die Kamera gucken. Nee, ich bin jetzt wieder... Das ist ab und zu so, fange ich an, so ein bisschen dann zu spielen. Ja, klar, kein Problem. Warten wir mal. Kevin und? Thomas. Thomas, wir haben euch hier gerade quasi getroffen und gefragt, was ist hier denn los? Zeigt uns mal das Leben hier. Und was macht ihr noch so? Also wir müssen gleich auf eine Geburtstagsfeier. Ja, und dann könnt ihr gerne mitkommen, wenn ihr Lust habt. Ja, sehr gerne. Ja, sehr gerne. Sehr schön. Alles klar. Dann müssen wir jetzt aber erstmal nach Herne. Ja, da macht doch nichts. Ja. Weil ihr bestimmt den Weg, wir folgen euch einfach nur. Das ist ja quasi auch noch. Herne, das gehört doch alles zusammen. Ja, ich hab das jetzt. Zusammen. Aber Wanne-Eickel, ich muss dazu noch sagen, das ist eigentlich so eine Stadt für sich. So. Also das ist eigentlich ein bisschen patriotisch gesagt. Wanne-Eickel. Wollen nichts mit Herne zu tun haben. So. Leider müssen wir nach Herne jetzt. Aber wir überschreiten ja Grenzen. Endlich haben wir mal Leute getroffen, die was.